Ach so, meine Spiel wird noch gar nicht erkannt. Willkommen zu einem neuen Video. Da heute geht es um die Bytefire-Einstellung von Age of Empires 4. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. Also, da kommen wir zuerst Kategorie. Zwar Steuerung. Hier kann man die Zapfsteuerung einstellen. Da sieht man die ganzen Tastenbelegung. Da kann man auf Steuerung anzeigen und neu belegen klicken. Hier gibt es Raster-Tasten, das übliche Tasten. Und man kann mehrere Profile haben. Dazu haben wir ein offenes Profil. Das kann man auch löschen oder zurücksetzen. Okay, alles mit dem Zurückgehen ist ein bisschen blöd. Kann ich Escape drücken und es auf kleinen Fall klicken. So, jetzt kommen wir nach unten. Hier sieht man die Maussteuerung. Dann gibt es ja bei allgemein eine fixe Auswahl. Umschalten, Alterstauschen, unzähliger Dorfbewohner. Dann nichts folgen. Kann man auswählen, zertieren. Nur Auswahl. Dann unzähliger Militäreinheit. So folgen kann man auswählen, zertieren. Nur Auswahl. Okay, das ist dann hier bei Einheiten und Gebäude finden. Durchgehen genauso. Ebenfalls bei gehen sie die ausgewählten Einheiten durch. In Klammern und Auswahl. Dann Fokus auf ausgewählte Einheiten. So, kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Zwar Kamera. Da gibt es einmal Schwenkbeschleunigung, Schwenkgeschwindigkeit, Bildschirmhand schwenken, Schwenkgeschwindigkeit, Bildschirmhand und Tastatur. Zum Schluss gibt es ja bei Zoom, Mausrad Zoom und Zoomgeschwindigkeit. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Zwar Spiel. Da gibt es dynamische Ausbildung, Spielerfarben, spezifisch oder teambasiert. Rahmenauswahl 10. Da gibt es Intelligenz, nur Dorfbewohner und nur Militär. Da gibt es hier Schwierigkeit der Kampagne. Da gibt es Geschichte, einfach mittel und schwierig. So, kommen wir zur nächsten Kategorie, zwar Benutzeroberfläche. Da gibt es bei Hart im Spiel, dann gibt es ECP, bei Leisten, da gibt es intelligenten Auswahl, immer an und immer aus. Da braucht Fortschrittsbalken, immer an und Auswahl und immer aus. Dann Spieldauer einblenden, Spielerpunkte im Zuschauer, Replay-Modus anzeigen, Steuergruppen, Tasten und zählziger Dorfbewohner-Symbole. Also, da kommen wir zur Grafikkategorie. Hier gibt es ein Spielfenster, Handlos, Exklusiv, Volldesktop und Fenstermodus. Da kann die Auflösung einstellen und die Spielauflösungsskala an quasi im Fenster fixieren. So, dann bei Leistung und Qualität kann man zuerst die Bildqualität einstellen. Dort gibt es gering, mittel und hoch. Hier drunter findet man HDR. Dann gibt es hier Helligkeit anpassen. Das stellt man wieder ein, dass man das Logo gerade noch so sieht. Dazu kann man dann noch die Grafikeinstellung anpassen. Da gibt es einmal Animationsqualität, Beleuchtungsqualität, Texturdetails, Geometriedetails, Kantenglättung und Physik. Da gibt es immer gering und hoch. Bei Mazda kann es ja auch noch ausschalten. Dann gibt es hier jetzt gerade Synchronisation, also Vorsehung, sieht's aus. Dafür habt ihr bei Framerate Limit die FPS-Zahl, oder beziehungsweise Herzzahl, mein Monitor eingeschränkt. So, zum Schluss gibt es hier Filmqualität, da kann man zwischen 1080p und 4K HDR auswählen. So, dann kommen wir zur Audio-Kategorie. Dort gibt es Gesamtlautstärke, Musiklautstärke, Sparlautstärke und Effektlautstärke. In der Konfiguration seiner Qualität. Dort gibt es hohe, mittel, niedrig. Und zwar kann den dynamischen Bereich anpassen. Dort gibt es breit, komprimiert und Internationalmodus. Da kommen wir zur vorletzten Kategorie, zwar online. Hier gibt es zuerst und zwar Text. Chat die Möglichkeit, den Chat-Zeitstempel zu aktivieren. Das kann ich einstellen, wer einem Nachrichten schicken kann. Das sind unsere Freunde, kann man dann nur einstellen, wer einem Freundeseinfall schicken darf. Da gibt es allen Plattformfreunden und von niemandem. Zum Schluss gibt es ja noch die Privatsphäre-Einstellung. Dort gibt es Status-Sichtbarkeit. Da kommen wir zur letzten Kategorie, zwar Barrierefreiheit. Kann man unter Sichtbarkeit aber im Farbfilter einstellen. Dort gibt es dann Modus für starken Kontrast, für I-Text-Skalierung und Benachrichtigungen einblenden. Dort zur I-Text-Skalierung findet man die Option Standard, größer und am größten. Da kommen wir zu den Untertiteln. Da kann man einstellen, da wo die Untertitel angezeigt werden sollen. Also da gibt es ja Video und Spiel. Oder nur Video. Oder man kann hier ausschalten. Außerdem kann die Größe anpassen. Dort gibt es wieder Standard. Größe am größten.
sondern Kommissar, da kann einer aktivieren, dass die eingehenden Schrittleisten vorgelesen werden. Außerdem gibt es auch die UI-Wiedergabe. Da wird da alles vorgelesen. Und man gerade mit der Maus drauf ist, da gibt es auch die Möglichkeit, alle Einstellungen zurückzusetzen. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Video weiterhelfen können und würden uns sehr über ein Abo, Demark, Kommentar oder Daumen nach oben freuen. So, damit haut rein und ciao.